viel besser. Oh, das sind voll wenige Leute online im Steam. Ist nur Jost noch in dem Spiel, sonst ist niemand im Spiel. Ja, auf meiner Liste doch. Da, wer auch immer das ist, FEB. Der spielt auch CSGO. Kenn ich aber nicht. Sagt mir nix. Das ist ja auch dieses Steam-Normens ändern, gell? Du weißt nie, wer. Okay, du kannst mal nachgucken, ja, weil da steht ja. War früher bekannt aus. Das gibt's. Das ist echt praktisch. Ja, hallo, wenn ihr nach 2 Minuten immer noch keinen Deathmatch gefunden habt, stimmt ja was nicht. Neustarten von dem Suche, siehst du, das Neustart von der Suche, ich weiß nicht, wieso das so komisch ist, wenn man neu startet, plötzlich dann instant was findet und wenn nicht, dann einfach 15 Minuten wartest. Frag mich nicht dann, was das liegt. Aber irgendwas seltsamer liegt's. Suchalgorithmus, egal, solange es geht. Ja, jetzt hoffe mit deinem Ping ist tief, weil dein Ping ist hoch, dessen. Jo. Guck, der ist tief, der ist super tief. Mega tief, ich lag ja quasi gar nicht. Gedreckt! Alter, wieso hab ich dem bitte den Headshot verpasst? Nie im Leben. Was hast du beim Ping für bei dir? 120. Okay, bei mir auch. Ja. Also wenn ich die ganze Zeit aktualisiere, ist 126, 128. Ja. 127, wenn es genau wissen möchtest. Ja. Ich kauf dir eine 200K-Leitung. Nee, wobei, das wird ja genauso laggen, wenn du. Ja, richtig. Hast du eigentlich, kannst du auf das. Also, ich weiß, ich könnte sogar garantiert bei meinem Host, also bei der Swisscom, kann ich sogar nachgucken, Region, und da steht so zum Beispiel, ja, diese Region hat da. Gerade Probleme. Störung, ja. Die haben das ja, gut, bei uns gibt's auch so eine Seite, aber das ist eigentlich bloß halt von irgendwelchen Leuten, die Störungen melden. Ja, bei uns ist die live halt, weißt du, wenn zum Beispiel eine Wartung ist, dann kommt das da rein. Ja, okay. Muss halt auch immer sehen, die Schweiz ist klein, es ist viel einfacher, alles. Naja, ja, Infrastruktur da zu machen, ist natürlich klar. Einfach. Eben, bei uns in der Schweiz hast du auch fast über Empfang von der Handy und dann liegt halt auch einfach so, ja. Die Schweiz ist halt so klein, oder? Da musst du. So kleiner. Wobei, vor kurzem mussten sie irgendwo in den Kopf wieder eine Antenne demontieren, weil sich ein Bauer beschwert hat, dass seine Kühe irgendwie. Beeinflusst werden. Verkrüppeln irgendwie, die Babykühe sind verkrüppelt die ganze Zeit. Also hat er sich freiwillig gemeldet, die Antenne auf seinem Bauernhof zu montieren zu lassen. Also auf dem Schuppen, da war die Tiere, den sind nicht bei ihm, direkt im Haus. Und irgendwie mussten sie dann wieder wegnehmen. Funny. Ja, fand ich auch so, hä, what the fuck? diese Strahlung wurde noch nie nachgewiesen, dass die schädlich ist. Aber jetzt sind alle verkrüppelt, Schuhe. Einbildung ist auch eine Bildung. Naja. Leute haben ja Angst, wenn sie ihr Handy. Mir wurde mal noch in der 4. bis 6. Klasse gesagt, wenn du dein Handy mit dem Hosensack zeigst, ist das ungesund, weil das Handy ist dann auf Leber, also so ein bisschen auf Leberhöhe und dann gehen die Strahlen, dann sind sie näher an der. Nein! Näher an der Leber, dann schaden sie mehr. Weißt du, ich habe eh einen schlechten Ping, dann kann ich auch hoppen. Ja, mit weil schlechte Pings. Wo ist gehen dein Nachbar Internet und klaut sein Internet? Ja, das ist bestimmt viel besser. Geh einfach so rüber mit dem Kabel. Wobei, so. Weil ja. Vielleicht hat er ja Telekom und ich hab nur Vodafone und dann. Ist echt so cool. Aber eben, das ist halt auch bei uns, gibt es halt kaum Internetstörung. Wenn es dann ist, eine 5-Sekunden-Störung. Zwar kackt schon das ganze Internet kurz. Ja, bei mir war es bis jetzt auch so, aber irgendwie. Hatte ich ja immer schon wieder mal kurz, dass einfach alles abstürzt. So 3 Sekunden, dann schaut sich einfach der Router neu. Und ich mache da irgendwie ein Update oder so, keine Ahnung. Frag mich nicht, was der Router tut. Das ist eh so ein Kack-Router, den ich eigentlich hasse, aber es ist nicht mein Router. Ah, den ich von Vodafone bekommen habe, wahrscheinlich in Ordnung. Benutzt du den? Ja. Achso. Ja, ich hab so einen, der sieht zwar voll fancy aus, so weiß, glänzend und alles. Sieht echt fancy aus, aber irgendwie finde ich ihn scheiße. Ich weiß nicht, aber er hat dann übelst lang, bis er gestartet ist. Wenn du ihn ans Netz schließt, hat er gut 2-3 Minuten, bis er eine Internet-Connection gefunden hat. Das ist wie so ein PC, der startet. Ich weiß nicht, was der macht. Naja. Ich glaube, ich bei meinem aber auch nicht anders, aber da ich es so selten machen muss. Ja, ich mach's auch wirklich selten. Auf. Hi übrigens, ein geiler Family.
Die Leute wollen sicher auch in Ranked sehen. Die sind jetzt ja, auf die Seite gekommen, um das Ranked zu gucken. Ganz klare Sache. Sorry Leute, ich hab einen schlechten Ping. Ich kann nicht zocken. Ohne Witz, hier, schau, oh Gott, Beweis. Ist auf 60 Sekunden, los. Oh, schnell, mach 3 Sekunden rein. Okay, Vorführeffekt, ist klar. No, ich bin so dumm. Ich weiß nicht, was los ist. Ich hab's schon mit allem probiert. Alles im Hintergrund zumachen, bla bla. Oder Windows neu aufsetzen. Windows neu aufsetzen hilft sicher, weil es dauert so lange, dass die Störung wieder vorbei ist. So, oh, es geht, es hat was gebraucht. Ich habe so ein Forum einfach. Windows neu aufsetzen bei Internetproblemen. Jupp. Alde. Ja. Jetzt müssen wir morgen aus halt irgendwo her. Tut mir leid, wir müssen morgen in der Range spielen. Die Leute wollten es heute sehen, geht's heute nicht, muss morgen. Muss ich noch morgen nachliefern. Ja. Ich weiß auch nicht, ob morgen wirklich das stattfindet, was standardmäßig stattfindet. Weil die meisten studieren hier jetzt und deswegen. Ist halt blöd. Naja, irgendwas wird ja wohl stattfinden. Und sonst, also wenn du streamen willst, ich bin wieder dabei für CS. Ist mir schon klar. Immer zu viel CS zu haben. Ja. Aber nicht, dass es jetzt heißt, wir streamen morgen, es kann sein. Oder bis gesagt, es wird ziemlich sicher nicht sein. Leute, hört mir ganz kurz zu, morgen wird eventuell gestreamt. Ja, bevor jetzt alle sagen, oh mein Gott, das war keine Zusage, ja. Dann am Sonntag kommt, nee, es wird Donnerstag kein Stream. Du hast doch gesagt. Du lügst uns an. Es kann, wir sagen mal, eine 5%ige Chance. Dann lol, dann 3 Leute und ich triff Silvan. Ja, gell? Wieso eigentlich mich? Du hast verdient. Okay, jetzt gibt's Rache. Jetzt gibt's Rache, Volus. Wo bist du? Warum sagst du mir? Catwalk, jetzt bei Short. Bleib da stehen, ich komme. Alles klar, ich bin eh gleich wieder tot. Jetzt bist du. Yes, you are. Jetzt schaue ich gerade auf CT. Von da wo? Da ist niemand, schon long laufe ich jetzt. Jetzt laufe ich wieder zurück Richtung Bombenplatz. Jetzt schaue ich wieder auf CT. Jetzt bin ich oben bei Goose. Wieder rüber auf Short. Ich hüpfe runter zu CT. So entschieden. Und jetzt klotzt sich die B-Ramp hoch. Jetzt ja. Komm. Fisches. Jetzt schießt mich was an. No, wer war's? Sorry. Jetzt bin ich beim T-Spawn. Und schau, Bullshit. Ja, Runde halt. Mit. Guck's nicht auf. Ja, okay, ich bin schon wieder zurück zu Upper Dark. No, jetzt bin ich tot. Jetzt bin ich wieder zwischen Short und Ding gespawnt. Catwalk, ey, diese ganze Callouts die ganze Zeit. Die sind so schwer, gell? Ja, manchmal schon. Jetzt du das? Nein. Jetzt laufe ich gerade mit. Wieder zurück zu CT oder B-Ramp. Da steht so ein Typ AFK. Sind wir zufällig im selben Team? Nee! Moment! Silver? Doch, da bist du. Da schon, du bist nicht bei mir in der Runde. Upper Dark. Kannst du mal einfach stehen bleiben? Richtung Lower Dark. Oh, da ist noch jemand. Oh, wieso musst du immer da sein, wenn dein ganzes Team steht? Jetzt bin ich Lower Dark. Oh, von hinten gekillt worden. Jetzt bin ich Lower Dark. Ja, jetzt war ich kurz beim Pit, jetzt bin ich wieder B. Aber das sind mehrere Teammates. Ich laufe jetzt Richtung Upper Dark.
Ich seh dich nicht, Dopper Dog. Wo bist denn du? Ich komm jetzt rein, mein Gott. Ah, da bist du irgendwo, warte. Oh nee. Da war ich. Oh nee. Jetzt bin ich wieder bei Double Doors gewesen, zu T. Oh mein Gott, schau durch den Suicide. Latscher nach hinten. Ich habe keine Ahnung, wie der Bereich hier eigentlich heißt. Auf der Seite meinst, vom T-Spawn. Meinst du aber, okay, in Box ist? Nein. Nein. Jetzt bin ich CT. Ja, da! Da war ich! Wenn fünf Leute da stehen, kann ich mich leider nicht entscheiden, welcher du bist. Ich muss schießen. Jetzt laufe ich wieder B. Nee, Runde vorbei, Servan. Ey, ich hab 777 Kills. Was? Mit der Orb. Hab ich schon 777 Kills. Du Boss. Oh, ich habe einen 120er Ping, voll in Ordnung. Ja, aber du bist nicht der, nicht mal der, der eine hat 167er Ping, der Tsunami. Zweite oberste City Side. Und aus deinem Team hat einer 140. Cosmin Harp. Was ist denn das? Wieso haben wir so hohe Pings? Tja. Irgendein Knotenpunkt down oder so. Jetzt werden wir alle umgeleitet über irgendeinen uralt. Ja, über Russland. Uralt Ruder, so. 15 Jahre alt, egal. Der geht noch. Der ist eh nur ein Backup, den brauchen wir nie. Welches Team gehst du? Noch gar keins, ich komme auf mein Handy. Gesiti. Und Flo, wie viele Leute hast und der mysteriöse Typ kommt ab und zu, hab den auch schon gefunden. Ich und Pete, wir zocken momentan Fallout Shelter. Also dieses. Ach so. Ja, ich weiß, was du meinst. Spudi. Jetzt mach ich Scout, komm, ich bin bei Upper Dark. Komm und hol mich. Komm und hol dich. No! Dead! Dead durch AK. Jetzt bin ich CT zu Door. Oh, da läuft jemand bei Short. Eigentlich ja Catwalk. Na! Nein! Was, no scope? Yep. Oh, swaggy. Swaglicious. Weißt du, für mich ist dann schon klar, wo die Mitte des Bildschirms ist. Wenn es keine lange Distanz ist. Also, besser gesagt, eigentlich nie. Ich schieße eigentlich immer durch Scope, weil ich eben. No, lül. Aber schon wandering, du versaust den Schuss mit der Orb, bist du tot. Jo. Der Orb gibt's einfach Tod oder Leben. Fertig, Ende. Es gibt nichts zwischendurch. Ziemlich einfach schießt, bist du tot, weil normalerweise hat dann auch einen Orb. Und wenn du nicht der Erste bist, dann hilft er dich. Oder beide schießen dann eben beide nochmal eine Chance. Aber man kriegt nie eine zweite Chance. Herrgott. Bin ich schlecht mit der Scout, echt. Bin ich schlecht mit einer Sniper, sagen wir's mal so. Ich mag Snipes. Ich sage jetzt nicht, dass ich gut damit bin, weil das wäre. Ich lobe mich nicht selber gern, aber ich mag Snipes einfach. Ich spiele auch sehr gern damit. Alles klar. Wenigstens ein Headshot gerade verpasst. Noah! Bitch. Was die wollen Peak versuchen, also so sneakend, kriechend, so aus ihrem Eck rauskommen, so. Du siehst mich noch nicht, ich sehe einfach schon deine Schulter. Ja, ich komme, jetzt sehe ich dich auch. Oh, ich bin tot. Wieso hast du mich früher gesehen? Deine Schulter gesehen oder so, weil deine Schulter kommt vor deinem Kopf. Aber, hat ja nichts. What? Shit. Ich finde schade, dass man hier nie als Hacker geflamed wird.
Weißt du, weil ich kill echt. Eigentlich, wenn du so überlegst, bist du so ein Noob, müsste es eigentlich bei mir, wenn ich einen Orb kill, mach so Bang und weißt du, bis der mich gesehen hat. No. Bin fucking bitch. Fucking bitch. Von, wieso spawnt sich eigentlich das Spiel manchmal gegen eine Wand schauend? Ich meine, was ist der Sinn dahinter, dass du an die Wand schaust, wenn beim Spawn? Ist wichtig, Silvan, das ist super wichtig. Just levitate. Du-du-du-du-du. Du, 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 du. What the? Ah oh, ja. Dann halt kein Headshot. Oh Gott. Ich triff nix. Ich triff gar nix. Schwöre. Bei Gott. I am not hitting anything. Ich sehe keine Gegner mehr. Wo sind denn all diese fucking Gegner? Ja. Weißt du, das Einzige, was mich tötet, sind die Leute von hinten. Ich höre jetzt auf. Jetzt spiele ich self echt. Kein Bock mehr. Danke, Yassi. Was? Sie hat Gesundheit geschrieben. Ach so, oh ja, Gesundheit noch. Sorry. Ich versuche mich gerade ein bisschen zu konzentrieren. Ich sage eigentlich auch immer im Deathmatch Konzentration, aber. Bei Sauert. Nee, nee, ich habe jetzt genug. Kein Bock mehr. So, spielst CSS. So, ob du willst oder nicht, mich nervt es. In den Source wird es nicht anders aussehen. Am wenigsten kann ich surfen. Sinnlos. Ja, wenn der Ping es zulässt, natürlich. Ja. Selbstverständlich. Ich weiß auch nicht, wie akkurat das sein, so. Also der Ping sein muss bei Surf. Ich kopiere mal kurz die Szene. Einen Moment, Leute. So. Jetzt nur das Game noch einstellen. Game Counter-Strike Source. Host für die Windows Shell Oberfläche. Okay. Open Broadcaster kann auch mal langsam Windows 10 Support starten. Danke, Yassi. Du bist toll. Soll ich den Stream vielleicht beenden und nochmal starten, dass du CSS und CS Source, Quatsch, CSGO und Source besser trennen kannst? Wäre das besser so für dich? Ja. Ja. Alles klar.